Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Landesrat, Herr Universitätsdozent, werte Gäste, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen hier im Plenarsaal der Stadt Innsbruck, des Gemeinderatssitzungssaales. Darf gleichzeitig einen Gruß der Bürgermeisterin übermitteln, die heute leider nicht hier sein kann. Ich sehe mich aber jetzt in diesem Fall nicht als Stellvertreter, sondern ich sehe mich auch für die Jugendwohlfahrt in der Stadt zuständig und für den Sozialbereich natürlich als einer und als jemand, der sich gerade in den letzten Tagen und Wochen sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, der in dieser Zeit viel gelernt hat und der aus dem, was man hier lernen durfte, auch die richtigen Schritte in die Zukunft setzen möchte. Der Herr Landesrat und ich, wir waren gerade gestern zusammen, um auch diesen Prozess der Aufarbeitung, der Verantwortung, Übernahme, die ja von Seiten des Landes und von Seiten der Stadt in den letzten Monaten durchgeführt wurde, dann auch in eine konkrete politische Handlung umzusetzen. Und ich glaube und bin überzeugt davon, dass dieses Thema und diese tatsächlich bedrückenden Ereignisse in ihrer Aufarbeitung, in ihrer jetzigen Darstellung sicherlich nicht nur die Betroffenen, die Opfer, sondern letztendlich dazu beitragen, nützen werden, sondern auch dazu beitragen, dass sich die Gesellschaft in diesem Bereich tatsächlich verändert und verändern wird. Der heutige Abend steht eben im Zeichen dieses bedrückenden Themas, dessen gesellschaftliche Aufarbeitung eigentlich immer noch tabuisiert ist. Deshalb bin ich froh, dass Vertreter der Wissenschaft, dass die Medien, aber auch die Politik in den letzten Monaten hier klar Verantwortung übernommen hat. Und Verantwortung kann man nicht teilen, auch einen Weg in die Zukunft aufgewiesen hat. Die Erziehung von Kindern und Jugendlichen in Heimen und die Missbrauchsfälle unterschiedlichster Natur haben vor allem die öffentliche Debatte geprägt, das in den letzten Wochen und Monaten geprägt. Deshalb ist es auch erfreulich, dass jetzt als nächster Schritt eine wissenschaftliche Aufarbeitung dieser schwierigen Thematik, die auch in die Tiefe gehend und nicht nur vielleicht in Schlagzeilen das Schicksal dieser Frauen und Männer, dieser Menschen beschreibt, heute hier in Innsbruck geschehen kann. Universitätsdozent Horst Schreiber hat in seinem Buch Im Namen der Ordnung eine Vielzahl von Augenzeugenberichten gesammelt und diese erschütternden und aufwühlenden Erzählungen der ehemaligen Heimkinder verdeutlicht, dass auch in Tirol Missbrauch von Kindern speziell aus armen Familien, sozial schwachen Familien keine Seltenheit war. Und die eindringlichen Schilderungen der Heimzöglinge lassen die psychische und physische Gewalt, der sie ausgesetzt waren, für die Leserinnen und Leser wirklich spürbar werden. Ich habe schon erwähnt zu Beginn, ich glaube, es ist gefragt in der Gesellschaft und vor allem durch die Politik, in der Zukunft gesetzliche wie soziale Rahmenbedingungen zu schaffen, die in den Heimen und Einrichtungen eine hochwertige Erziehung ermöglichen. Es ist besonders wichtig, laufende Kontrollen zu etablieren, die Missbrauch schon im Keim ersticken. Aber auch außerhalb der Heime müssen öffentliche Institutionen, die sich der Kinder- und der Jugendbetreuung angenommen haben, qualitativ konstant weiterentwickelt werden. Die Betreuung von benachteiligten Kindern muss von menschlicher Wärme und Nächstenliebe getragen werden und es ist die Aufgabe der Politik, ein entsprechendes Umfeld zu schaffen. Missbrauch, egal in welcher Form, darf in einer modernen, aufgeschlossenen Gesellschaft kein Thema sein. Es darf keinen Platz dafür geben. Ich glaube, dass die Diskussion in den letzten Wochen und Monaten nicht nur in der Gesellschaft einen Umdenkprozess hervorgerufen hat und deshalb bin ich allen dankbar, die sich hier an diesem Buch, aber auch an der öffentlichen Debatte, es gehört, glaube ich, und ich habe viele Gespräche geführt mit Opfern aus diesen Einrichtungen, es gehört nämlich nicht nur sehr viel Mut und Kraft dazu, das auch öffentlich zu machen. Es ist letztendlich eine Art von Zivilcourage, die unsere Gesellschaft, was dieses Thema anbelangt, braucht wie nie zuvor. Meine Damen und Herren, den inhaltlichen Teil überlasse ich den Autoren.
denn die inhaltliche Bewertung, die wird die Gesellschaft, die Politik, die Medien, die Öffentlichkeit in den nächsten Jahren, Monaten, Wochen, Monaten und Jahren vorzunehmen haben. Für mich ist eines nur aus Sicht der Stadt Innsbruck eindeutig und klar, und das ist der Wille eigentlich aller politischen Fraktionen und Parteien hier im Hause. Wir wollen einen umfassenden, tiefgehenden, nachhaltigen Aufarbeitungsprozess durchführen und unterstützen. Wir wollen, das haben wir nicht nur durch diesen Beschluss zum Ausdruck gebracht, die Verantwortung ungeteilt tragen. Und wir wollen auf Basis dieser Schritte und des Erfahrenen, und da haben Sie, meine Damen und Herren, die als Opfer, als Betroffene dieser Einrichtungen sich auch zu Wort gemeldet haben, den Impuls dafür gesetzt, wir wollen auf Basis dieses Wissens diese Vorkommnisse in Zukunft in unserem Land, in unserer Gesellschaft nicht mehr, nicht nur tolerieren. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass so etwas nie mehr geschieht. Es ist ein sehr schwieriges Thema, das mich emotional auch berührt und aufwühlt. Ich bin bekannt dafür, dass ich sonst keine Redeunterlagen brauche. Heute habe ich es gebraucht, um mich etwas zu orientieren durch diese schwierige und bedrückende Thematik. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten, das habe ich eingangs schon erwähnt, viel gelernt aus den Schicksalen dieser Menschen. Und es werden mir nicht nur diese Gespräche unvergessen bleiben, sondern letztendlich wird das, was mir beigebracht wurde, beziehungsweise was ich erfahren durfte, sicherlich ein Teil der Leitlinie meines persönlichen, meines privaten, aber vor allem natürlich auch meines öffentlichen und meines politischen Wirkens darstellen. In diesem Sinne wünsche ich uns, wie sagt man es richtig, einen interessanten Abend, der uns sicherlich auch mitnehmen und aufwühlen wird. Aber es ist ein weiterer Baustein in der Bearbeitung dieser bedrückenden Materie, in der Aufarbeitung und damit auch in einen guten Schritt in die Zukunft für die nächsten Generationen, die in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt, die in pädagogischen Einrichtungen das nicht erleben dürfen, was viele, die ich heute hier sehe, erleben haben müssen. In diesem Sinne, danke den Autoren, danke dem Verlag, danke dir, Herr Landesrat, der du federführend diese Initiative gemeinsam mit dem Landeshauptmann im Land angestoßen hast und der dadurch, glaube ich, schon ein Stück gesellschaftspolitische Geschichte in diesem Land mitgeschrieben hat. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Zu Beginn dieses Jahres hatten wir viele Diskussionen und öffentliche Berichterstattungen zum Thema Missbrauch, Misshandlungen in Einrichtungen, zunächst hauptsächlich in Einrichtungen der Kirche und des Ordens. Dann war auf einmal auch die Tiroler Politik und ich als Soziallandesrat mittendrin, als bekannt wurde, dass auch in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahre bis in die 90er Jahre hinein auch in Landeseinrichtungen Gewalt, Missbrauch und Misshandlungen passiert ist. Ich habe dann versucht, unverzüglich und rasch eine Ombudsstelle, eine Einrichtung, eine Hotline einzurichten, wo sich Betroffene aus Landeseinrichtungen melden konnten. Und hier darf ich auch an dieser Stelle ein großes Dankeschön sagen, der Kinder- und Jugendanwaltschaft, eine weisungsfreie Einrichtung des Landes Tirol, die sich bereit erklärt hatten und haben, hier diese Gespräche und diese Kontakte entgegenzunehmen. Unmittelbar nach Bekanntgabe dieser Hotline, aber auch E-Mail-Adresse, hatten wir nahezu 200 Personen, die sich gemeldet hatten. Und diese Meldungen umfassten eigentlich alle Einrichtungen, nicht nur jene des Landes, sondern auch kirchliche Ordenseinrichtungen, Schulen, also eine unglaubliche Breite, wo Gewalt, Missbrauch und Misshandlung passiert ist. Und die Menschen, die sich bei uns gemeldet haben,
waren erstmals bereit, über ihre Schicksale zu sprechen. Und es war erschütternd, miterleben zu müssen, dass Menschen, Erwachsene, Ältere in meinem Alter und ältere Frauen und Männer sehr emotional ihre Schicksale zu Protokoll gegeben hatten. Dann war es notwendig, zur Aufarbeitung die nächsten Schritte zu setzen. Und die nächsten Schritte waren für mich ganz wichtig, Experten zu holen. Und da war einer der Motoren, Horst Schreiber, und ich sage hier unter Anführungszeichen, aber auch unterstrichen hinzu, in anderen Bundesländern fehlt ein Motor wie Horst Schreiber, der auch auf die Missstände nicht nur in Tirol, sondern in anderen Bundesländern ebenfalls darauf aufmerksam macht. Aber wir haben dann eine Steuerungsgruppe eingesetzt, und ich darf mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei dieser Steuerungsgruppe, die für das Land, für die Tiroler Landesregierung Empfehlungen ausgearbeitet hat, recht herzlich bedanken. Und es war nicht selbstverständlich. Diese Frauen und Männer haben ehrenamtlich ihr Know-how, ihr Wissen und ihre Zeit zur Verfügung gestellt. Dafür ein großes Dankeschön. Das Land hat auf Empfehlungen dieser Steuerungsgruppe 4 Schwerpunkte beschlossen. Zunächst einmal die Entschädigungszahlungen. Entschädigungszahlungen sind ja in regelmäßigen Abständen immer wieder auch in Diskussion. Und ich darf hier an dieser Stelle sagen, dass unsere Expertengruppe, bestehend aus einem Richter, aus einer Amtsärztin und aus einem Psychiater, nunmehr die von rund 90 Fällen in Landeseinrichtungen, die letzten wahrscheinlich diese Woche, also am 17. Dezember noch zu behandeln haben wird und bewerten und auch entsprechend einstufen wird. Und dann wird eine Gesamtsumme feststehen, die dann von der Tiroler Landesregierung zu beschließen sein wird. Und nachdem diese Höhe auch eine sehr hohe sein wird, gehe ich davon aus, dass sich auch damit der Tiroler Landtag zu beschäftigen hat. Und wenn unrichtigerweise hier oft auch Zahlen genannt werden, dann muss man das an dieser Stelle sagen. Natürlich ist im Budget derzeit der Voranschlagspost eine Erinnerungssumme drinnen, weil wir ja zunächst abwarten müssen, wie die tatsächliche Höhe nach Bewertung der Opfer dann ausschauen wird. Und diese wird dann zu beschließen sein und die Tiroler Landesregierung wird diesem Versprechen auch nachkommen, auch diese Auszahlungen dann vorzunehmen. Das nächste, der zweite Punkt sind Therapien. Allen Opfern des Landes Tirols, die in Heimen des Landes untergebracht wurden, damals hatten auch die Möglichkeit, und wurde die Möglichkeit angeboten, eine Therapie anzunehmen. Der aktuelle Stand schaut so aus, dass rund 25 Personen davon Gebrauch machen und ein Großteil davon in der seit einem rund halben Jahr existierenden Gruppe mit Frau Dr. Paul. Das nächste ist die Arbeitsgruppe Prävention und diese ist mit der Ausarbeitung von konkreten Projekten beschäftigt, die dann mittel- und langfristig umgesetzt werden sollen, sodass in Zukunft tunlichst solche Misshandlungen, Missbrauch und Gewaltopfer vermieden werden können. Ich sage das deswegen so, weil es kann leider Gewalt nie ausgeschlossen werden. Gewalt passiert täglich auch hinter den 4 Wänden im privaten Bereich. Und ich möchte aber auch an dieser Stelle, und das ist mir auch ein Anliegen, darauf aufmerksam machen, dass in den Einrichtungen, die für Menschen, die eben auch Hilfe benötigen, heute ein fachlich gut ausgebildetes Personal zur Verfügung steht, die täglich auch ihr Bestes geben. Und wir sollten auch bei den Betrachtungen
der Opfer und deren Schicksale nicht vergessen, dass täglich auch eine gute, positive Arbeit geleistet wird. Auch das ist mir ein Anliegen, hier das zu sagen. Der vierte Punkt ist die historische Aufarbeitung. Und heute haben wir mit dieser Buchpräsentation von Horst Schreiber im Namen der Ordnung Heimerziehung in Tirol ein Werk vor uns liegen, das uns ja ganz genau mit der geschichtlichen Entwicklung, aber auch mit den Tatsachenberichten von Opfern auf Missstände hinweist, die uns die Augen öffnen sollen für die Zukunft, dass so etwas nie mehr wieder passieren kann. Es bedeutet aber, dass jede und jeder von uns seine Sensibilität schärfen muss und bei Wahrnehmung auch die Courage aufbringen muss, zu reagieren und das auch weiterzubringen. Wir brauchen auch noch etwas, und auch das lehrt diese Geschichte, zunehmend den Respekt und die Würde der Menschen im gemeinsamen Gespräch und in den Begegnungen, die wir immer wieder, ob heute oder bei anderen Ereignissen, haben. Ganz besonders verdienen den Schutz jene, die sich selbst nicht wehren können. Und das sind ganz besonders die Kinder und Menschen, die unter Obhut von ganz besonders zu ausgebildeten Personen stehen. Und da rufe ich auf, hier mal hineinzuschauen, aus der Geschichte zu lernen. Das kommt nicht von heute auf morgen. Die Geschichte, die in diesem Buch von Horst Schreiber ganz klar sagt, wo die Wurzeln liegen und wo auch die Ursachen begonnen haben, die liegen in der Erziehung von uns allen auch drinnen. Und das macht die Augen auf, Horst. Danke dafür, für dieses Buch. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmals meine ganz klare Absage gegen jede Gewalt, gegen jeden Missbrauch und Misshandlung aussprechen und darf Ihnen sagen, ich werde mich bemühen, in meiner Tätigkeit als Landesrat Nulltoleranz gegenüber jeglicher Gewalt und Missbrauch und Misshandlung zu tolerieren. Horst Schreiber, herzlichen Dank. Herzlichen Dank an alle Mitglieder der Steuerungsgruppe. Herzlichen Dank der Stadt Innsbruck und allen, die sich daran jetzt wieder beteiligen werden müssen. Wir haben viel Überzeugungsarbeit zu leisten, weil dieses Gefühl muss in allen Mitarbeitern, in allen Institutionen wachsen können. Nur davon zu hören, ist zu wenig. Tragen wir dazu bei. Ein Werk davon ist Horst Schreiber und sein Buch im Namen der Ordnung Heimerziehung in Tirol. Herzlichen Dank. Herr Landesrat, Herr Vizebürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem aber liebe Betroffene, die Sie als ehemalige Zöglinge, wie es damals hieß, diese Heime, über die wir eben heute sprechen und über die geschrieben worden sind, die Sie diese Heime durchlitten haben, Sie alle möchte ich sehr, sehr herzlich zu dieser Buchpräsentation im Namen der Ordnung Heimerziehung in Tirol begrüßen. Es ist, wie bereits erwähnt worden ist, der 6. Band einer sozialwissenschaftlichen Reihe, die Transblick heißt, die ein Teil der Michael-Geismeier-Gesellschaft Reihen ist und die von Meinrad Ziegler, von Waltraud Kanonier-Finster, meine Person und bei diesem Buch auch von Waltraud Holler herausgegeben werden, und es ist ein Personenkreis, der sehr wesentlich durch den Durchsicht der Texte, durch kritische Bemerkungen dazu beigetragen hat, dass das Buch in dieser Qualität vorliegen kann und dass das Buch auch in dieser ästhetischen Gestaltung vorliegt.
Ist auch richtig, es ist die erste umfassendere Darstellung, was Heimatziehung betrifft, in Österreich. Und in dem Sinne ist am Beispiel Tirols eine gesamtösterreichische Entwicklung dargestellt, dass also vieles, was in diesem Buch ist, umzulegen ist, auch auf andere Bundesländer in Österreich. Bei dieser Einleitung möchte ich jetzt ein bisschen ausführen, was der Hintergrund dieses Buches gewesen ist. Landesrat Rehheis hat hier bereits schon sehr vieles gesagt. Die Diskussion, was die Heimatziehung betrifft, ist typischerweise, so wie die Diskussion über den Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland, schon seit einigen Jahren und vor allem im letzten Jahr sehr stark ausgebrochen, ist dann über die Grenze zu uns gekommen und hat sich zunächst auf sexuellen Missbrauch und Misshandlungen im kirchlichen Bereich sozusagen beschränkt und begrenzt. Und ich habe mich dann an das Land Tirol gewandt, an Landesrat Rehes, um darauf aufmerksam zu machen, auf die Publikationen, die ich bereits gemacht habe, dass es eine Landessache sehr stark ist, dass eine Sache der Stadt Innsbruck ist und nicht nur der Kirche und der Orden. Und ich glaube, hier ist sicherlich etwas, wo ich es völlig unterstreichen würde. Die Opferzahlen in Tirol sind sowohl was den kirchlichen Bereich betrifft, als auch Land und Stadt Innsbruck im österreichischen Vergleich exorbitant hoch. Das heißt, im Vergleich in der Relation zur Einwohner- und Einwohnerinnenzahl sind die hier vom März, als die Diskussion begonnen hat, bis jetzt im Dezember am höchsten. Dies hat natürlich einerseits zu tun mit dieser extrem breiten Heimstruktur, die es in diesem Land gegeben hat, die gleichzeitig Ausdruck einer besonders repressiven Auffassung, was Erziehung, Kinder, Jugendliche, soziale Probleme, Armut und so weiter betrifft, zu tun. Aber auf der anderen Seite, und das sehe ich als sehr, sehr positive Ebene an, ist es in der Tat so gewesen, dass sofort die Politik und Landesrat Rehes reagiert hat, eine breitere Gesprächsrunde einberufen hat und die Opferhotline als auch die Kommission eingerichtet hat. All das, und wir können die immer nur vergleichen, in einem gesamtösterreichischen Sinne, was gut oder weniger gut ist. Und von diesem Vergleich her gibt es kein einziges Bundesland in Österreich, das diesen Weg gegangen ist. Ich würde da gleichzeitig auch sagen, dass sich da drinnen auch ein großes Versäumnis widerspiegelt, dass es in einer ganzen Reihe von Bundesländern so trist aussieht oder dass in großen Bundesländern wie Wien, Burgenland ist noch sehr weit entfernt von der Aufarbeitung, Wien, Oberösterreich, Salzburg, die setzen jetzt Kommissionen, sowohl was historische Aufarbeitung als auch Entschädigung und anderes betrifft momentan ein. In den meisten anderen Bundesländern ist noch überhaupt nichts zu merken, sind die Opferzahlen noch extrem gering, eben deshalb, weil die Politik keine Verantwortung übernimmt, weil auch Wissenschaft zu wenig Verantwortung übernimmt und nicht präsent ist und keinen Motor darstellt. Aber hier ist der Bund nicht aus seiner Verantwortung zu entlassen, weil dass auch wir hier in Tirol immer wieder auch Schwierigkeiten haben oder auch unnotwendige Probleme in der Kommunikation mit Betroffenen, besteht unter anderem darin, dass die Republik Österreich sich bis jetzt von ihrer Verantwortung absentiert hat. Das heißt, wir hätten die Möglichkeit gehabt, dass die Republik eine einzige Kommission einsetzt. Eine Kommission mit ganz klaren Zuständigkeiten, mit ganz klaren Verantwortlichkeiten und die mit den Ländern dann sozusagen kommuniziert vor Ort. Und wo die Opfer auch genau wissen, wer sind die Ansprechpartner, wer sind die Ansprechpartnerinnen. Wir haben in den Bundesländern und auch in Tirol ein sogenanntes, so bezeichne ich es, ein Kommissionskuttelmuttel. Allein wenn man Tirol anschaut, haben wir eine Kommission der Diözese. Wir haben eine Kommission, Glasnik-Kommission in Wien, so wie es derzeit aussieht, tut die Diözese alles in Richtung Glasnik-Kommission, ist immer 500 Kilometer weiter weg, hinüberschieben und abschieben. Dann hatten wir die Kommission Alt, in der ich auch drinnen saß, Volker Schönwiese und andere Kollegen und Kolleginnen,
die ihre Arbeit bis Ende Juli absolviert hat. Und dann noch eine weitere Kommission, die jetzt vor 3 Monaten ihre Arbeit aufgenommen hat, in Bezug, was die Entschädigungen betrifft. Die Auszahlung, was Landesrat Rihes bereits erwähnt hat und auf die ich noch zu sprechen kommen möchte. Es ist aber noch einmal komplizierter. Nur ein Beispiel. Wir haben eine der Interviewpartnerinnen kam aus Oberösterreich, ist dort in einem kirchlichen Heim gewesen, vom kirchlichen Heim dann nach Tirol, also in ein anderes Bundesland und hier in ein staatliches, also in ein Landesheim gekommen. Zuständig sind jetzt sozusagen, das ist immer so Kommunikationsschwierigkeit auch für die Betroffene, einerseits Land Tirol, andererseits kommt das erst Land Oberösterreich. Wir haben also bundesländerübergreifend dann auch Kommissionen in Oberösterreich und die Kirche in Oberösterreich. Plus die Klasnik-Kommission. Allein für diese eine Betroffene sind es 4, 5, 6 Kommissionen. Das ist die Schwierigkeit und ist auch manchmal ein Nachteil für das Land Tirol, weil es manchmal zu Unrecht aussieht, als ob wir die Opfer im Kreis laufen lassen wollten. Aber das ist diese unprofessionelle Struktur, in der wir sozusagen zu arbeiten haben und die daraus entspricht, dass die Republik Österreich und die beiden Regierungsparteien den Kopf in den Sand stecken. Die Entschädigungen. Vorerst möchte ich das Positive, weil sehr, sehr viele Betroffene hier sitzen, auch sagen, wer hätte im März dieses Jahres gedacht, dass wir so weit kommen, wie wir bereits gekommen sind. Das heißt, dass der Landeshauptmann von Tirol ist der erste Landeshauptmann in Österreich gewesen, der sich entschuldigt hat, sogar noch mehr, der um Verzeihung gebeten hat, wo die Landesregierung die Punkte, die Landesrat Rees kurz skizziert hat, als Landesregierungsbeschluss gefasst hat. Und das hat eine Signalwirkung auf Österreich. Und wenn jetzt in Salzburg und in Oberösterreich und anderen Bundesländern Kommissionen gebildet werden, dann deswegen, weil hier eine Vorbildwirkung von uns ausgeht und Vorbildwirkung heißt immer auch Druck und politischer Druck. Also das da, denke ich, von dieser Seite her ist Tirol bis zu diesem Zeitpunkt nach meiner persönlichen Einschätzung sehr gut unterwegs gewesen. Die Erklärung des Landeshauptmannes, glaube ich, muss man auch noch in eine sehr wichtige Richtung hin lesen. Nämlich, bis heute hat es die katholische Kirche, die Orden und die Klasnik-Kommission nicht geschafft, klar und deutlich zu sagen, dass es nicht die Verfehlung von einzelnen Menschen gewesen ist, sondern dass das etwas Systemisches war. Dass es hier um klare, systematische Menschenrechtsverletzungen geht, die nicht in der Zeit des Nationalsozialismus passiert sind, sondern in der Zweiten Republik und das über Jahrzehnte hinweg. Ich denke, mit der Erklärung, die wir hier in Tirol gemacht haben, können wir mit Fug und Recht darauf pochen, dass es um etwas Systemisches geht. Und von daher denke ich, was den immateriellen Bereich betrifft, da glaube ich schon, dass viele Schritte gemacht worden sind zu ihrer Rehabilitierung und zur Wiederherstellung ihres guten Rufes und ihrer Würde, die vor der Heimzeit sehr oft, während der Heimzeit und eben sehr lange auch nach der Heimzeit, wo sie das zweite Mal Opfer geworden sind, mit Füßen getreten wurde. Bei den Entschädigungen möchte ich 2 Dinge ganz massivst zu bedenken geben, wo es auch nicht nur um etwas Individuelles geht. Erstens, frühere Landesregierungen, Jugendbehörden, Psychiatrien, Staatsanwaltschaften haben sich auch jetzt nicht sehr massiv sozusagen aufklärerisch gezeigt. Verschiedene Institutionen, Jugendbehörden, all diese Institutionen, Ämter und Behörden, die Verantwortung zu tragen hatten, die Aufsichtspflichten hatten, Pflichten auch als Vormundschaft dieser Kinder gesetzlich aufgefordert gewesen sind, auf das Kindeswohl zu achten, all die haben ihre Pflichten nicht erfüllt, sodass es zu den Ereignissen gekommen ist, über die wir heute leider sprechen müssen und die die Betroffenen durchleiden mussten. Der zweite Punkt ist aber, und der hat auch ganz stark mit dem Geld zu tun,
Hier geht es um keine Almosen, um irgendwelche karitativen Ebenen, sondern der zweite Punkt ist, dass es genau diese Institutionen, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, gewesen sind, die durch ihr Handeln oder durch ihr Nichthandeln es geschafft haben, dass über die Jahrzehnte hinweg hin und wieder einmal der eine, die andere, der es dann doch ein bisschen übertrieben hat, jemanden getreten hat, dass er ins Krankenhaus musste mit einem Darmriss und so weiter. Aber in der Regel haben diese Institutionen, einschließlich der Landesregierung, einschließlich der Kirche, und da sind alle Bischöfe dabei, auch unsere Liberalen und nicht nur die Konservativen, das möchte ich auch unterstreichen, dass nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Wenn wir heute das Jahr 1980 hätten, dann wäre ihr Rechtsanspruch nicht verjährt, weil diese Institutionen aufgedeckt hätten. Und dann wären wir in ganz Österreich im dreistelligen Millionenbereich euromäßig. Also das gilt es sich wirklich daran zu erinnern, dass die, die etwas auszuzahlen haben, nicht nur Fehler bis hin zu Verbrechensschutz begangen haben, sondern dass es auch die gleichen Institutionen gewesen sind, die ermöglicht haben, dass ihr Rechtsanspruch verjährt ist. Und dann schaut die Sache ganz anders aus, wenn sie auftreten, dass es auch neben dem Immateriellen und Ideellen eine materielle Entschädigung geben soll. Diese Dinge und viele andere komplizierte Sachen, die jetzt zu detailreicher wären, waren es, die uns in der Kommission Alt, die wir uns im Bericht Ende Juli abgegeben haben, dazu bewogen hat, zu sagen, okay, wir können jetzt zwar eine riesige Summe fordern, die gerecht wäre, aber das ist völlig politisch nicht durchbringbar. Aber wenn, und die Glasnik-Kommission hat Zahlen vorgegeben, wenn wir eine Gestezahlung machen wollen und es keine wirkliche Entschädigung ist, dann soll das eine Gestezahlung sein, die auch wirklich markant ist und die dann mit 15.000 beginnt und nicht mit lächerlichen 5.000 Euro. Das ist unwürdevoll, das ist peinlich und entspricht auch nicht deren Schuld, die diese Gesellschaft mit ihren Vertretern und Vertreterinnen begangen hat. Das waren unsere Überlegungen. Und vor allem auch ein weiteres Wissen. So wie Tirol sich jetzt hinstellen kann, mit allem Recht und mit allem Stolz, dass dieses Land in anderen Bundesländern etwas vorgelegt hat und die Politik regiert hat. Und genauso war uns bewusst, wenn wir die 15.000 mit dem Regierungsbeschluss erreichen würden, dann ist es nicht nur für die Opfer eine größere, stärkere, deutlichere Anerkennung mit einem Betrag, mit dem sie etwas anfangen können, sondern dann möchte ich ein anderes Bundesland sehen, das dann unter diesen Betrag von Tirol geht. Und dann möchte ich die Glasnik-Kommission mit ihren Liebeserklärungen dann auch sehen, ob sie bei ihren 5.000 Euro dann auch bleiben können. Nicht die Anpassung an den niedrigen, lächerlichen Wert von Institutionen, die als Täter ihre Täterinnenschaft nicht genügend anerkennen wollen, sollte das Maß der Dinge sein, sondern die andere Richtung. Das sind unsere Überlegungen in der Kommission gewesen und ich hoffe, dass das, was in der Zeitung kolportiert worden ist, in den letzten 2-3 Tagen in mehreren Zeitungen, auf die ich den Bezug genommen habe, wenn man mich interviewt hat, dass das nicht der Tiroler Realität entspricht, dass wir es nicht um 90 Opfer geht, die zwischen 5.000 und 7.000 Euro in dieser untersten Glasnik-Werten kommen und angenähert werden, sondern dass die Politik handelt und entscheidet. Weil etwas ist wichtig. Hier sind 3 Experten, Expertinnen, die die Vorschläge vorlegen. Wir sind Experten, Kommission Alt, die andere Expertise gegeben haben, der Politik als Entscheidungsgrundlage. Und hier bin ich, der ich sehr viel gerühmt werde und ich nehme diesen Ruhm sehr gerne entgegen. Und wenn das stimmt, was Sie von mir sagen, dann bitte handeln Sie nach dem Schreiber, was das Geld betrifft. Ich möchte jetzt zu den Beiträgen des Buches
gehen, vorerst verweisen auf ein Interview, das es im Buch gibt, ein Interview, das Hannes Schlosser mit Margret Aul gemacht hat. Hannes Schlosser war über lange Jahre Bewährungshelfer und hatte mit der Wirklichkeit und der Realität der Erziehungsheime, vor allem auch mit Klein Folterberg, sehr viel zu tun, war damit konfrontiert. Und die Margret Aul ist Psychoanalytikerin, die Tochter eines ehemaligen Heimleiters von Klein Folterberg gewesen ist und in dem Heimareal aufgewachsen ist. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Folie, was dieses Interview betrifft. Das Interview geht sozusagen über strukturelle Gewalt, verschwiegen und verdrängt. Und hier möchte ich auch etwas sagen, was ich für ganz extrem wichtig finde, worauf Margret Aul auch aufmerksam macht, nämlich, dass ehemalige Heimkinder, natürlich waren sie Opfer, aber sie waren mehr als nur Opfer und wir dürfen sie nicht auf einen Opferstatus reduzieren. Sie haben auch einen sehr wesentlichen Beitrag für diese Gesellschaft geleistet und was sie unterstreicht und wichtig ist, es geht vor allem um Respekt. Es geht um Respekt vor ihrer Geschichte, vor ihren Geschichten. Es geht Respekt, da sie diese Geschichten überlebt haben, unterstreicht Margret Aul, an dem ich mich sehr, sehr anschließen möchte. Und es geht um Respekt für sie als handelnde Subjekte und nicht nur als Ohnmächtige, wo sie jetzt als Erwachsene mit allen Problemen, was dieses Erbe betrifft, aber dadurch auch sehr viele sehr gut umgehen und aus ihrem Leben auch etwas gemacht haben. Es ist etwas noch aufgefallen bei den Opfermeldungen, nämlich es hat praktisch keine Opfermeldung gegeben aus dem Bereich dieser großen Behinderteneinrichtungen, von denen wir wissen, wie viel Demütigungen und Unterdrückungen über Jahrzehnte gelaufen sind. Diese Stimmen sind immer noch nicht hörbar. Es gibt im Buch einen Beitrag einer Frau, die 1980 im St. Josephs Institut in Mils versucht hat, nicht wegzuschauen und die Menschen unwürdigen Praktiken ans Tageslicht zu bringen. Und sie wurde mit ihrer Kollegin damit konfrontiert, dass man auch ihr nicht Glauben schenkte, sondern dass man sie von Kirchenführung und Landesregierung denunziert hat, mundtot gemacht hat. Und das zeigt auch, wer es wissen wollte, der konnte es damals auch wissen, was hinter den verschiedenen Mauern passiert ist. Die Geschichte dieser Form der Unterdrückung und dieser Heimunterbringung, die ist noch nicht geschrieben. Ist noch nicht dokumentiert, ist noch nicht analysiert. Deswegen war es mir sehr wichtig, dass es in diesem Buch wenigstens einen Beitrag gibt, der darauf hinweist. Und diese Expertise habe ich dankenswerterweise auch durch Volker Schönwiese, Universitätsprofessor Volker Schönwiese vom Institut für Erziehungswissenschaften bekommen und seinen Mitarbeiter Dr. Sascha Blanker. Und ich bitte die beiden jetzt oder dich, ich glaube, der Sascha Blank ist dann doch verhindert. Auch hier, gut, ja, dass ihr euren Kommentar bitte uns näher bringt. Sascha Blanker und ich, wir sind eingeladen worden, hier was zu schreiben, weil das so ein verschwiegener Bereich ist. Dieser Bereich der Situation von Menschen mit Behinderung ist ja im Gegensatz zu dem Bereich der Fürsorgeerziehung ja einer, in dem die Institutionen weiterhin existieren. Die Fürsorgeerziehung ist Einrichtungen à la Klein-Folterberg und so weiter, existieren ja nicht mehr und Betroffene sprechen 30 Jahre danach, dass sie jetzt sagen können, dass sie jetzt Hilfe brauchen, psychotherapeutische Hilfe brauchen und so weiter. Im Bereich der Behindertenhilfe ist diese Struktur nicht vorhanden. Die Einrichtungen existieren noch, wie auch immer sie sich gewandelt haben, wo auch immer sie heute stehen, aber die meisten Personen, die damals drinnen waren, sind meistens immer noch in diesen Einrichtungen. Das ist das Spezifische und das
erfordert tatsächlich eine sehr weitgehende Aufklärung. Unser Beitrag konzentriert sich auf vier Bereiche der Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist eine Spanne von Reaktionsformen, die hier in dieser historischen Situation auch zu beobachten sind. Ausgang ist auch eine Ordnungsvorstellung, die eine der, sagen wir, französischen Aufklärung ist und der Psychiatrie, die damals entstanden ist. Und es gibt in unserem Text einen kurzen Verweis auf die Psychiatrie im 18. Jahrhundert, aus der vielfach diese Ordnungsvorstellung der Einrichtung intern auch abzuleiten sind. Aber wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg angesetzt. Die Last der Zeit des Nationalsozialismus ist ja auch zu sehen, dass wir an einem Punkt anfangen mussten, auch mit der Behindertenhilfe, der schrecklich war, sowohl von den vorhandenen Personal, auch den Einrichtungen, von der Tradition des direkten Tötens, Umbringens. Es war schon auch besonders schwer. Von daher ist auch verständlich, dass am Anfang der Rückblick, so war es, der Rückgriff auf Einrichtungen, totale Einrichtungen der Ersten Republik, ist auch verständlich, dass man da wieder ansetzen musste und auch wollte. Und dieser Versorgungsgedanke am Anfang im Vordergrund stand, dass jemand genügend zum Essen hat, dass es auch warm hat und auch die physische Pflege auch existiert. Also satt, warm, sauber, wie man so sagt. Und da ist kein pädagogisches Entwicklungsprinzip dahinter gewesen. Es war schon ein Fortschritt im Vergleich zu dieser Maschinerie des Aussonderns, des Stigmatisierens und des Tötens und dieser Reinheitsvorstellungen, die mit der Ordnungsvorstellung damit verbunden waren, auch existiert haben. Dies zu überwinden war schon eine sehr große Geschichte. Da haben sich skandinavische Länder einfach von ihren Ausgangspunkt etwas leichter getan als wir. Ich würde den Sascha jetzt bitten, dass er noch ein Stück schildert von dem, was wir hier ganz kurz, wir haben ja nur 10 Minuten gekriegt von dir, wir könnten jetzt lang reden, einen Überblick über noch Argumentationen auch bietet. Er hat den Vorteil, dass er aus Südtirol kommt und uns auch die Gelegenheit gab, diese Entwicklung nicht nur von Nordtiroler Seite her zu sehen, sondern ein Stück auch ähnliche oder auch etwas andere Entwicklungen mit Südtirol mit einzubeziehen. Bitte, Sascha. Ja, Südtirol wurde deshalb auch einbezogen in unserem Text. Da ist eine sehr wechselvolle Beziehung und eine sehr wechselvolle Geschichte im Bereich der Behindertenhilfe zwischen diesen beiden Regionen stets gegeben hat. Und es ist anzumerken, dass eigentlich die Behindertenhilfe nach 1945 nahtlos am Paradigma der Psychiatrisierung und Medizinisierung von Menschen mit Behinderungen anknüpfte. Und unser Text zeichnet sich vielleicht auch dadurch aus, dass wir immer zwischen internationalen Entwicklungen und den Situationen in den jeweiligen Ländern hin und her schwenkten. Das heißt, im internationalen Kontext hatten wir eigentlich bereits in den 1960er Jahren eine massive Kritik gegenüber diesen totalen Institutionen und Großanstalten in der Behindertenhilfe. Und es führte international auch dazu, dass es Veränderungen im System der Behindertenhilfe gab. Diese Veränderungen und diese Kritik gegenüber den totalen Institutionen hat in Tirol, aber auch in Südtirol sehr, sehr spät eingesetzt, 25 Jahre später. Erst in Mitte der 80er Jahre wurden erstmals Berichte zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in den Behindertenanstalten aufgedeckt, die man anfangs eigentlich zu vertuschen versuchte. Und zu einem späteren Zeitpunkt reagierte die Behindertenhilfe, aber auch die Politik lediglich darauf, dass man diese großen Anstalten strukturell etwas zu verbessern versuchte. Man hat Umbauarbeiten vorgenommen und man hat bestimmte Standards im Bereich der Pflege und der Betreuung eingeführt. Die Auflösung dieser großen Einrichtungen, die wir in Tirol kennen, die wir auch in Südtirol haben,
haben, hat eigentlich, also die Auflösung dieser großen Einrichtungen stand eigentlich nie wirklich zur Diskussion. Und die Deinstitutionalisierungstendenzen, die erst in den 90er Jahren in Tirol und Südtirol eigentlich sich ihren Weg gebahnt haben durch das Unterbringungsgesetz von 1991, durch die Entpsychiatrisierung von Menschen mit Behinderungen. Diese Deinstitutionalisierungsphase hat eigentlich nie zu einem Bruch mit dieser traditionellen Heimunterbringung geführt. Man hat zwar begonnen, Menschen mit Behinderungen nicht mehr dermaßen zu psychiatrisieren und zu medizinisieren. Man hat sonderpädagogische Konzepte vermehrt umgesetzt, aber diese sonderpädagogischen Konzepte hatten eigentlich nur wiederum einen erneuten, oder haben nur wiederum einen erneuten Ausschluss von Menschen mit Behinderungen aus der Gesellschaft nach sich gezogen. Also das Normalisierungsprinzip, wie es eigentlich international im internationalen Diskurs verankert wurde, dass im Zuge dessen auch eine Bürgerrechts- und Menschenrechtsperspektive umgesetzt wurde, diese Entwicklung hat es in den beiden Landesteilen nicht gegeben. Und die traditionelle Sichtweise wurde eigentlich fortgeschrieben und es hat nie keinen wesentlichen Bruch bis weit in die 90er Jahre hinein mit der Institutionalisierung von Menschen mit Behinderungen und all den damit zusammenhängenden Konsequenzen wie struktureller Gewalt etc. gegeben. Das hat dazu geführt, dass insgesamt eine sehr widersprüchliche Entwicklung entstanden ist, dass einerseits unglaubliche Fortschritte im Detail auch zu sehen sind und gleichzeitig aber auch die alten Tendenzen gleichzeitig auch nebeneinander stehen. Und was aktuell eigentlich ein ganz großer Schritt vorwärts ist, der kommt aus dem Ausland, der kommt von der UNO, die UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen, die auch Österreich unterschrieben hat. Das ist eine große Herausforderung, die endlich einmal auch normativ den Weg in eine bestimmte Richtung zeigt. Und die Europäische Union hat diese Konvention also sehr stark aufgenommen. Wir sind dabei, dass alle Staaten in kürzerer Zeit alle ratifiziert haben und damit wird es auch für ganz Europa auch entsprechende legistische Konsequenzen haben. Die EU-Kommission überlegt schon, eine Richtlinie für Barrierefreiheit zu machen, also Zugänglichkeit in den Alltag. Ja, das ist ganz neu. Das ist jetzt November 2010, dass dieser Wunsch entsteht. Also wir haben den Vorteil, dass ein Leben in der Gemeinschaft, in der Normalität, in aller Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit eigentlich vom Konzept vor der Tür steht, ein riesen weiterer Schritt vor der Tür steht. Er ist aber nicht aus eigenen heraus bei allen den kritischen Tendenzen und Entwicklungen entstanden, sondern kommt im Moment auch aus anderen Ländern und kommt auch sehr stark von den betroffenen Initiativen selbst im Zusammenhang mit Behinderung, die ja diese UN-Konvention letztlich auch initiiert haben. Und da sind wir jetzt auch im Moment sehr hoffnungsvoll. Und gleichzeitig gibt es aber auch diese Widersprüchlichkeit, dass diese vier Phasen, die wir genannt haben, nebeneinander existieren und unsere eigentliche, Wunschstruktur ist es, dass das Land Tirol, der Staat Österreich endlich etwas tun, was sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht getan haben, hier konzeptionell aktiv tätig zu werden und auch Verantwortung zu übernehmen und sich nicht von bestimmten Traditionen und wie auch immer gut gemeinten Einrichtungen oder Initiativen allein treiben zu lassen. Das wäre die aktuelle Hoffnung, die ich jetzt hier zum Schluss noch sagen wollte. Dankeschön. Ich möchte beginnen mit dem Schluss meines Beitrags in diesem Buch, wo Michael Gnauer von SOS Kinderdorf etwas zugespitzt bemerkt, spannend wird die Diskussion in Sachen Jugendwohlfahrt, wenn das nächste Kind stirbt. Wer gestern Abend die ZIP 2 gesehen hat, da hat Armin Wolf einen Beitrag anmoderiert, den Fall einer 23-Jährigen, Anita K., die ermordet worden ist von ihrem Ziehvater.
Sie hat sich im Alter von 16 Jahren an die Jugendwohlfahrt gewandt, weil sie sich von diesem Mann bedroht fühlte. Der Mann war schon damals wegen Sexualdelikten vorbestraft. Es ist nichts passiert. Jetzt ist hier ein Mordfall. Und Wolf hat dann sozusagen die Frage in den Raum gestellt, hat die Jugendwohlfahrt hier versagt oder sind die Jugendämter einfach heillos überfordert? Und nun ja, sie hat offensichtlich versagt, die Jugendwohlfahrt, aber nicht nur die Jugendwohlfahrt, sondern vor allem auch die Politik, die für die Jugendwohlfahrt zuständig ist. Alles, was ich in diesem Beitrag im Buch zur Jugendwohlfahrt geschrieben habe, ist nichts Neues. Das ist seit Jahren bekannt, das haben vor mir schon unzählige andere gesagt. Das ist eine Zusammenfassung vom Aufmerksammachen auf Missständen, wie es seit Jahren passiert. Allerdings hat das bislang nie Folgen in dem Sinn gehabt, dass man was verändert hätte wirklich. Was eben Anita Kay heute ist, war vor 3 Jahren in Tirol, das wissen die meisten, der Fall Luca. Auch damals war die Jugendwohlfahrt involviert. Zwar vor 10 Jahren der Fall Melvin in Wien, das Gleiche. Damals, nach dem Fall Luca, kurz darauf, hat auch die Politik, damals Ministerin Kdolski, eben gesagt, die Zustände sind unhaltbar, es muss schnell etwas passieren. Sie hat eine Reform angekündigt, die wirklich alles erneuern wird. Diese Reform lässt bis heute auf sich warten. Sie hat damals die Missstände auch angeprangert, die Missstände, wieder, dass die Jugendwohlfahrt heillos überfordert ist mit den Fallzahlen. Trotz sinkender Zahlen von Minderjährigen steigen die Fallzahlen seit Jahren. Die Mitarbeiter der Jugendwohlfahrt sind kaum mehr in der Lage, beziehungsweise sind nicht mehr in der Lage, ihre Kernaufgaben zu erfüllen, ohne diese, wie es heute heißt, outzusourcen an Dritte. Der Schlüssel von 10.000 Einwohner, also einem Sozialarbeiter auf 10.000 Einwohner, wie er inoffiziell gilt, der schon viel zu hoch angesetzt ist, wird längst überschritten, zum Teil bis zum Doppelten hin, mit der Konsequenz, dass eben die Mitarbeiter der Jugendwohlfahrt dann heillos überfordert sind und die traurigen Konsequenzen aus dieser Überforderung sind dann eben Fälle wie Luca oder jetzt diese Anita K. Warum tut sich aber nichts? Es hat sich, wie gesagt, 2008 eine Expertenkommission gebildet, die Vorschläge ausgearbeitet hat, einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet hat, der auch durchaus wohlwollend von Fachleuten angenommen wurde. Es haben sich dann aber die Länder quergestellt. Auch das Land Tirol mit dem Landeshauptmann Platter. Der Grund, die Kosten. Man hat den Gesetzesentwurf überarbeitet, Experten sagen verwässert. Die Länder haben sich weiter quergestellt. Man hat ihn wieder überarbeitet, noch mehr verwässert. Es ist bis heute keine Gesetzesreform entstanden. Dieser dritte Entwurf liegt nach wie vor in den Schubladen des Familienministeriums. Die zuletzt zuständige Frau Staatssekretärin Marek hat sich im Februar oder März zum letzten Mal dazu geäußert. Wie im Buch schon angekündigt, ist sie mittlerweile nicht mehr zuständig, sondern sitzt im Wiener Gemeinderat. Nun ist eine Tirolerin zuständig. Seit neuestem, sie war leider nicht erreichbar, es war auch Herr Minister Mitterlehner nicht erreichbar, zum aktuellen Stand der Dinge. Experten bemängeln eben, dass dieses Gesetz in der Schublade verschwunden ist und so schnell nicht wieder auftauchen wird. Es ist so gesehen ein Armutszeugnis, dass angesichts der Missstände, die seit Jahren angeprangert werden, die medial auch immer wieder zu diesen Anlassfällen breitgetreten werden, die also wirklich nicht neu sind, dass dennoch nichts passiert. Und jetzt es wurde eben aus diesem Bundeskinder- und Jugendhilfegesetz, wie es heißt, das die erste Reform seit 1989 darstellen soll, dieses Bundeshilfe- und Jugendgesetz, dieses Bundeskinder- und Jugendhilfegesetz 2010 wird jetzt zum Bundeskinder- und Jugendhilfegesetz 2011 werden. Und die Überforderung bleibt, wie sie ist. Gestern wurde zum wiederholten Male von Herrn Dimitz, der auch in meinem Beitrag im Buch vorkommt, gewarnt, dass dieses System vor dem Kollaps steht. Und
Es bleibt an dieser Stelle eben die Frage, angesichts dessen, dass man sich dieser Missstände bewusst ist, ob man diese billigend in Kauf nimmt und einfach immer auf das Kostenargument nur verweist seitens der Politik, oder ob es einfach eine Überforderung der Politik ist mit der Sachlage. Was angenehmer anzunehmen ist, bleibt einem überlassen. Die Kinderbeobachtungsstation, die Frau Maria Nowak-Vogel geleitet hat, so quasi als Alleinherrscherin. Über sie habe ich einen breiteren Artikel geschrieben und es sind auch die Erfahrungen und Lebensgeschichten von einigen Kindern, die in diesem Vogelhaus untergebracht worden sind, enthalten. Wir werden jetzt hier nicht näher in diese Beiträge hineingehen, sondern ich möchte Ihnen einen fünfminütigen Beitrag aus dem Jahr 1980, einen Fernsehbeitrag von Klaus Gatterer und Kurt Langbein aus dem Teleobjektiv. Hier geht es um Heime, sehr viel auch um Tiroler Heime, und da kommt auch die Kinderbeobachtungsstation vor. Da möchte ich vielleicht sagen, dass da gibt es einen Psychiater, Crispin Exner, den Sie ja kurz noch sehen werden. 1980, da ist schon die Zeit, wo diese Alleinherrschaft von Maria Nowak-Vogel allmählich zu Ende geht, weil diese Kinderbeobachtungsstation des Landes Tirols rückgegliedert worden ist in die Universitätsklinik. Und was hier vorkommt, das war eigentlich bereits schon die viel, viel bessere Zeit als das, was vorher kam. Fast währenddessen und danach wird die Theatergruppe des Abendgymnasiums Innsbruck unter der Leitung von Magister Irmgard Biebermann, einer Theaterpädagogin und Didaktikerin der Universität Innsbruck, Stimmen aus diesem Bereich dieses Vogelschen Universums laut werden lassen. Und jetzt bitte ich den Techniker, dass er den Film abspielt. Kinder haben immer Gelegenheit, der Erwachsenenwelt ungut aufzufallen. Vor allem jene, die aus sozial benachteiligten Elternhäusern oder aus gar keinem Elternhaus kommen, sind den Anforderungen der Gesellschaft vielfach nicht gewachsen. Sie reagieren mit Angst, Aggressionen, Flucht. Nicht selten landen solche Kinder dann in psychiatrischen Kliniken. Wie hier in der Kinderabteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik in Innsbruck werden sie dann beobachtet, beurteilt und behandelt. Die Überwachung mit Videokameras gilt als medizinisch notwendig. Die 30 Jahre alte Kinderabteilung wurde 1979 der Universitätsklinik für Psychiatrie angegliedert. In der Kinderstation wird auf strenge Disziplin geachtet. Der Tagesablauf ist minutiös durch eine Anstaltsordnung geregelt. So dürfen zum Beispiel die Kinder beim Tisch erst sprechen, wenn sie die Suppe gegessen hatten. Auch nachts wird jedes Geräusch mitgehört. Wir fragten die Leiterin der Abteilung nach dem Sinn solcher Regeln. Wenn Kinder zum Beispiel daheim bei den Eltern bei den Straßen beschränken, das heißt, es ist zuerst ein Interlass und dann redet. Also ich glaube, dass wir hier ganz im Rahmen des Landesübliche sind. Kann das Landesübliche das Kriterium für eine Abteilung sein, die Problemkindern psychologischen Beistand geben soll? Der verantwortliche Vorstand der Klinik war der anderer Meinung. Kinderbeobachtungsstation, Dr. Nowak-Vogel, Hausordnung. Kein Besucher darf unser Haus anschauen, weder die Schul- noch die Gruppenräume.
persönliche Puppen oder Spielzeug darf ein Kind bei uns nur dann behalten, wenn vorher ausdrücklich darüber gesprochen worden ist. Vor dem Licht auslöschen müssen alle Kinder aufs Klo, ob sie wollen oder nicht. Das Morgenturnen ist an jedem einzelnen Tag Pflicht. Spielen ist dabei ausdrücklich verboten. Am Abend müssen die Unterhosen unbedingt kontrolliert werden, mit den Augen oder mit der Nase. Man duscht Bettmesser und ein Kuter kühl, aber nicht eiskalt. Diagnose. Ist ein Kind nach 3 Wochen noch immer sehr zurückhaltend, gehemmt oder gar verstört, ist mit Sicherheit eine Abnormalität zu konstatieren. Und wer wollte nicht alles tun, um eine Entwicklung zu verhüten, die, wenn das Kind groß ist, für das Volksganze zumindest eine Belastung, wenn nicht eine Gefahr bedeutet oder an deren Folgen das Kind sein ganzes Leben leiden wird? Wir sind entschieden der Meinung, dass hier mit Medikamenten nicht zu sparen ist. In unserem überfürsorgten Staat wird schwierigen Kindern sowieso schon vieles in einem Ausmaß zugewendet, wie es normalen Kindern keineswegs ohne weiteres in den Schoß fällt. Grausam zugespitzt erhebt sich die Frage, ob unsere öffentlichen Mittel, unsere beste Arbeitskraft, unsere vorzüglichste Sorge jenen zuzuwenden sei, die in irgendeiner Weise missraten, nie zu vollwertigen Menschen werden. Ich sage kurz etwas, warum sind Jugendliche in Fürsorgeerziehung gekommen, wer ist eigentlich betroffen gewesen, was waren Ziele und wie ist das Ganze eigentlich möglich gewesen. Jugendämter, Jugendwohlfahrten, Gerichte, sie alle ordneten Heimeinweisung an, wenn es darum ging, geistige, seelische, sittliche Verwahrlosung zu beseitigen, wie es geheißen hat, oder bereits, wenn nur eine Verwahrlosung nach Ansicht der Fürsorge der Behörden gedrohte. Es gibt ein Handbuch, dass diesen Begriff, der juristisch nicht definiert ist, dass diese Willkürlichkeit dieses Begriffs uns näher bringt. Handbuch der Fürsorge und Jugendwohlfahrtspflege. Und da heißt es bei Was ist wahr? Verwahrlosung. Es ist die Folgeerscheinung eigener schlechter Veranlagungen oder von Erbeinflüssen, schlechten Lebens- und Umweltverhältnissen, schlechter Erziehung. Die Verwahrlosung äußert sich in Lügenhaftigkeit, Arbeitsscheu, Liederlichkeit, Naschhaftigkeit, Betteln, Diebstahl, Betrug, Gewalttätigkeit, sexuelle Triebhaftigkeit, Herumstrolchen, Schulschwänzen, Besuch schlechter Lokale, Frechheit, Trotz, Auflehnung gegen Eltern, Lehrer und Dienstgeber. Verwahrlosung ist eine Verhaltens- oder Handlungsweise, die bewusst gegen die Gesellschaft gerichtet, sogar gesellschaftsfeindlich ist. Ja, das waren
dass sozusagen die Definitionen von Verwahrlosung und Kinder in Fürsorgeerziehung zu bringen. Wenn man sich genau anschaut, dann sieht man einerseits etwas sehr Geschlechtsstereotypisches und etwas Klassenschichtsspezifisches. Beim Geschlechterstereotypen ist erkennbar, dass Buben, dass Burschen vor allem eingeliefert worden sind mit dem Vorwurf des Herumstrolchens, also der Arbeitsscheue und wegen Eigentumsdelikten, meistens waren es kleinere Eigentumsdelikte, und Mädchen vor allem wegen sexueller Verwahrlosung, zum allergrößten Teil. Und sexuelle Verwahrlosung, das war bereits eine bestimmte Frisur mit einer bestimmten Kleidung, Rock'n'Roll öfters tanzen gehen und nach 22 Uhr das Ganze zu machen. Und was vor allem auch hervorzuheben ist, Kinder, vor allem auch Mädchen, die sexuell genötigt worden sind oder sexuell missbraucht wurden, denen wurde von vornherein in den Mehrzahl der Fällen eine Mitschuld an diesem Verbrechen, das an ihnen begangen worden ist, gegeben. Und die erschienen sozusagen als sexuell infektiös, und hier erschien die Heimunterbringung als etwas Geeignetes. Wenn man das sich hier anschaut, was Gründe hierfür sind, dann sehen wir, dass Ursachen für Verwahrlosung mit schlechten Erbanlagen, dass dies verweist in Wissenschaften, in psychiatrische Wissenschaften, ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts. Genauso natürlich verweist das auf das Weiterleben des Nationalsozialismus und der Kontinuität von Personal, das bereits vor 1945 sein oder ihr Unwesen auf den verschiedenen Bereichen und Abteilungen getrieben hat. Der Ausgangspunkt war eben nicht, das Kind hat Probleme, sondern immer, das Kind macht Probleme, beziehungsweise das Kind ist das Problem. So Defizite, und dafür steht diese Kinderpsychiatrie noch einmal als Doppeltes und Dreifaches, die auch darüber entschied, kommt es zur Heimunterbringung, welche Maßnahmen sind zu ergreifen. Also hier muss man sagen, dass Kinder vor allem eingewiesen worden sind, weil die Defizite bei ihnen gesucht wurde und weil man nicht geschaut hat, was sind denn eigentlich die Gründe für diese diagnostizierten oder realen Verhaltensauffälligkeiten. Klassenspezifisch war Verwahrlosung deswegen, weil die allergrößte Teil der Kinder und Jugendlichen, die sich in diesen verschiedenen Heimen befunden haben, waren arme Kinder, waren Kinder aus Unterschichten, aus unterprivilegierten Familien. Vor allem ging es hier um einen Kampf gegen die Armen statt um einen Kampf gegen die Armut. Das, glaube ich, ist zu unterstreichen. Und vor allem finden wir deswegen zwei Gruppen im besonderen Ausmaß vertreten. Das sind Kinder, die unehelich geboren sind, und Scheidungskinder. Bei den Scheidungskindern, vor allem auch in den 50er, 60er, auch 70er Jahren sehr oft, ging es ja in die Richtung, dass wenn eine Familie sich trennte, dann der soziale Standard sehr bald sich verminderte und viele Probleme auftauchten, gerade auch auf der materiellen Ebene. Bei den unehelichen Kindern war natürlich das Stigma der Frau, die nicht verheiratet war, etwas, das auf die Kinder übertragen worden ist. Natürlich gehört auch dazu ein bestimmtes patriarchales Familienbild und Frauenbild. Das heißt, dass hier in Tirol davon ausgegangen worden ist, aber in vielen anderen Bundesländern natürlich genauso, dass Frauen nicht arbeiten sollten, dass die beste Erziehung die bei der Mutter ist, dass aber viele Frauen aus armen Familien beziehungsweise Alleinerziehende sich gar nicht aussuchen konnten, ob sie arbeiten gehen wollten oder nicht. Und das war, was jetzt auch eine besser werdende, aber immer noch politische Auseinandersetzung ist. Es gab kaum Kindergartenplätze, es gab kaum Hortplätze, es gab kaum Plätze, was Schulen, Ganztagsschulen betrifft, und der Sozialstaat war auch noch in vielen Bereichen, gerade für diese Gruppen, rudimentär ausgebaut.
so dass diese Frauen oder diese Familien nicht in diesem bürgerlichen Sinne ihre Kinder behüten und erziehen konnten und dass diese andere Lebenswelt sozusagen für diese Vertreterinnen der bürgerlichen Welt genügten, um dann einen Zugriff auf die Heranwachsenden zu machen. Und in der Tat ist eines der Hauptziele der Ausschluss von Kindern und Jugendlichen aus der Gesellschaft, aus der bürgerlichen Gesellschaft, vor allem wenn real oder vermeintlich gegen bürgerliche Normen verstoßen worden ist, also bürgerliche Sexualmoral zum Beispiel oder bürgerliche Arbeitsmoral. In diese Richtung sollten die Kinder repariert werden, korrigiert werden. Sie sollten halt einfach funktionieren oder, wie es bei den Heimeinweisungen stereotyp seriell auch heißt, zu brauchbaren Mitgliedern der Gesellschaft werden, weil sie vorher wirklich im wahrsten Sinne des Wortes als unbrauchbar angesehen worden sind. Und da beginnt schon die nächste Problematik, was Bildung und Ausbildung betrifft. Die Berufsorientierung in den Heimen für die Mädchen war katastrophal. Es hat eigentlich keine Berufsorientierung gegeben. Die Ausbildung ging in Richtung Dienstbotinnen und Hilfsarbeiterinnen. Bei den Burschen war es eine Spur besser. Es gab einen höheren Prozentsatz, etwa in Kleinfolderberg, wo ihnen eine Lehre angeboten wurde. Aber auch das ist ein Minderheitenprogramm gewesen. Das Gros waren Hilfstätigkeiten. Sehr wenige bekamen den Abschluss eines Facharbeiters und schon gar nicht wurde daran gedacht, über diese Ebene des Bildungs- und Ausbildungsniveau hinaus den Kindern und Jugendlichen etwas zuteil werden lassen. Aber da spreche ich auch über die 70er Jahre noch, nicht nur die 50er oder 60er Jahre. Und hier ist ja ein sehr schmerzlicher Punkt hier auch noch, den eigentlich der Bund lösen müsste, der jetzt weniger im Bereich der Länder ist. In vielfacher Hinsicht wurden die jungen Frauen und jungen Männern, Burschen und Mädchen ausgebeutet in den Heimen, ihre Arbeitskraft wurde ausgebeutet, das heißt vielfach nicht sozial versichert, und das sind auch fehlende Pensionsversicherungszeiten heute. Es sind eine ganze Reihe von ehemaligen Heimkindern, die sozusagen auf Mindestpensionen angewiesen sind und noch immer einen Spießrutenlauf haben, was die Anerkennung betrifft. Und jedenfalls sollten sie bezüglich ihres sozialen Status dort bleiben, wo sie herkamen, nämlich unten. Für mich doch neu ist gewesen, dass die Kinderheime von den Fürsorgeerziehungsheimen kaum, was sehr schwer außer vom Altersmäßigen zu unterscheiden sind. Dass also die braven Kinder, wie es damals so schön geheißen hat, von den Bösen in den Fürsorgeerziehungsheimen, dass die Lebensbedingungen sehr, sehr ähnlich waren, dass Kinder in den Kinderheimen müssen wir generell von Kinderarbeit sprechen. Und die Behandlungen, das Schlagen, das Misshandeln unterschied sich kaum, wobei man sagen muss, dass ein eigentlich normales Kinderheim, und Westendorf, das der Stadt Innsbruck gehörte, war ein normales Kinderheim, Mariehilf war ein normales Kinderheim, und dort sind bei 6- bis 14-Jährigen also ganz, ganz exzessivste Vorkommnisse gewesen. Also gerade Westendorf gehört zu den schlimmsten Heimen auch, obwohl Westendorf, so wie Mariehilf, um es noch einmal zu betonen, da keine Kinder untergebracht worden sind, die sich irgendetwas zu Schulden kommen haben lassen, so wie man es dann den 14- bis 18-Jährigen in Schwarz oder Kleinfolderberg unterstellt hat. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Und nach dem Heim wurden sie halt einfach hinausgestellt. Und das heißt hinausgestellt, ohne Bildung, ohne Ausbildung in der Regel, ohne Geld, ohne Wohnung, ohne Freunde und Freundinnen. Wo sollten die sein, wenn du immer eingesperrt bist? Es ist wichtig, ohne Freunde und Freundinnen, ohne ein Netzwerk, wie man heute in der neuen Sprache so schön sagt. Oder auch entlassen von den Kinderheimen, sehr oft dann in eine gewalttätige Familie. Und welcher Weg daraus vorgezeichnet war, das, glaube ich, muss ich hier nicht näher erläutern und darauf eingehen.
Wenn wir uns fragen, wie diese Praktiken des Schlagens, Demütigens, Missbrauchens, Erniedrigens, wie das möglich gewesen ist, ich gehe auf diese Praktiken selbst nicht ein, dann muss man zum einen einmal ganz banal auch sagen, es gab auch jahrzehntelang überhaupt gar kein Konzept. Es gab kein pädagogisches Konzept. Und egal wie die Einrichtung hieß, auch die Kinderpsychiatrie, es gab eigentlich fast überhaupt kein therapeutisches Angebot. Der Alltag der Kinder war durch und durch bürokratisch geregelt. Das Wesentlichste war es sozusagen eine Massenerziehung und die sollte einfach billig sein. Die Heimerziehung, die Heimunterbringung, und das ist interessant, da waren sie einer Meinung, von den Zöglingen bis hinauf zur Jugendwohlfahrt oder den Erziehern und Erzieherinnen, war eines, nämlich Freiheitsentzug. Und über Freiheitsentzug sollte sozusagen pädagogisiert und erzogen werden. Etwas ganz Wichtiges, und ich halte das für eines der brutalsten Dinge, die in den Heimen geschehen sind, die wir schon kennen aus Filmen und Erzählungen, Romanen, Novellen aus Anfang des 20. Jahrhunderts von Internaten. Die größten Brutalisierungen erfolgten, indem man Kinder gegen andere Kinder brutalisierte und kleine Kinder, Jugendliche, bereits ganz einerseits unbewusst, andererseits aber ganz gezielt einsetzte zum Kontrollieren, zum Sanktionieren und zum Schlagen und auch zum sexuell Missbrauchen. Da sah man weg. Aber gleichzeitig war es in vielen Heimen ein richtiges Kapo-System, wo diese Kinder und Jugendlichen auch aufgrund des Personalmangels, nicht zuletzt aufgrund, dass alles billig sein musste, sind sie für diese Zwecke eingesetzt worden und mit einer unglaublichen Brutalisierung dann auch rausgekommen, wenn sie dann 15 oder 18, 19 Jahre alt gewesen sind. Das ist noch ein sehr unterbelichtetes und sehr, sehr schwieriges und heikles Kapitel, das aber die Erwachsenen, die Erzieher und Erzieherinnen zu verantworten haben. Und da komme ich zum nächsten Punkt, den ErzieherInnen. Und da ist mir etwas wichtig, nicht auf dem Stand zu bleiben, wie es die katholische Kirche noch, ich hoffe noch, macht und die Orden, indem sie Schuld individualisieren, indem sie einzelne Nonnen oder Priester sozusagen verantwortlich machen für das Ganze, aber sie selbst als Kirche, als Orden, als System haben dann sozusagen die Hände rein gewaschen. Nein, das war keine individuelle Schuld. Hier gab es eine Systemlogik. Gerade die unzureichenden Mittel waren etwas Wesentliches und die Personalnot, wenn Sie sich vorstellen müssen, unheimliche Gruppengrößen gab es sowohl beim Land, Landesheimen, städtischen Heimen und eben auch bei den katholischen Heimen. Was war die Situation von einem größten Teil der Erzieher und Erzieherinnen? Lausige, schlechte Bezahlung. Ich meine, Sozialarbeit gehört heute ja auch noch zu den schlechtest bezahlten Berufsgruppen. Da hat sich ja nicht so wahnsinnig viel geändert. Damals natürlich war die Bezahlungsebene noch einmal in der Relation gesehen viel, viel mieser. Es waren furchtbare Arbeitszeiten für die da drinnen erzogen haben. Die Arbeitsbedingungen waren mies. Die materielle Ausstattung katastrophal. Kaum Mittel, pädagogische Mittel, um mit den Kindern etwas zu machen. Kein Fachpersonal, das geholfen hätte, und vor allem hatten sie auch keine Ausbildung. Es gab ganz, ganz wenige, die eine Ausbildung hatten in Österreich, da musste man nach Deutschland gehen in den 50er Jahren etc. bei uns, aber da will ich nicht näher eingehen, also wenig Ausbildungsschienen, und das vor allem mit Kindern und mit Jugendlichen arbeiten in so einer Gruppengröße, die natürlich schwierig waren, die traumatisiert in die Heime gekommen sind oder die man manchmal auch zu Recht einmal aus der Familie herausgenommen hat wegen Gewalttätigkeit oder einem sexuellen Missbrauch und wo es eine Chance gegeben hätte, dass im Heim ihnen etwas Gutes widerfährt. Aber unter diesen Bedingungen war es systemlogisch, dass dann ein relativ großer Teil von Erzieher und Erzieherinnen so handelte, wie sie gehandelt haben. Und wichtig ist auch, es gab auch sehr viele sensible, herzliche, idealistisch eingestellte Erzieher und Erzieherinnen.
Die hatten aber in diesem System sehr wenige Chancen, sich durchzusetzen, ihre Ideen durchzusetzen. Das sind die waren auf der untersten Stufe der Hierarchie, das waren Weicheier und so weiter und so fort. Und da gab es auch eine starke Fluktuation, das heißt also ein großes Kommen und Gehen. Viele von denen haben aufgegeben oder resigniert. Oder am Ende eines Weges nach bestimmten Anzahl von Zeit stand dann entsprechend dieses großen Anpassungsdrucks das Verhalten, das sie eigentlich nicht an den Tag legen wollten. Und bei den Geistlichen vielleicht zwei, drei Sätzen, da passt das und da kommt ja noch etwas hinzu. Wer ständig gegen sich seine eigenen Bedürfnisse abtöten muss, Selbsthärte gegen sich zeigen muss, wo elementare eigene Bedürfnisse als schlecht, als sündig, als Schwäche gelten, da muss man sich nicht wundern, dass die Menschen in diese Richtung nichts bekommen, dass sie auch unfähig sind, anderen Menschen das an Gutem angedeihen zu lassen, dessen sie selbst sozusagen entbehren. Und vergessen Sie nicht, dass ja vielfach die Meinung, und das haben auch Studien in der Bundesrepublik in evangelischen und katholischen Heimen auch bereits gezeigt, vorgeherrscht hat, dass im Kind nicht nur erbmäßig, sondern sozusagen auch sakral das Böse steckt, die Erbsünde drinnen steckt und dass man das Böse sozusagen bekämpfen muss durch Härte, durch Strenge und auch durch das Herausschlagen sozusagen des Bösen. Wichtig dabei, nicht alle Erzieher und Erzieherinnen wahrlich sind so gewesen, doch es waren allzu wenige, die ein anderes Verhalten an den Tag gelegt haben. Die ein anderes Verhalten hatten, von denen haben meine Interviewpartner und Partnerinnen auch gesprochen, haben jede kleinste Zuwendung bereits positiv erinnert und positiv unterstrichen. Und für mich bei den Erzählungen, eines der schlimmsten Dinge waren nicht diese Schlaggeschichten und diese extremen Brutalitäten. Die meisten haben auch gesagt, mein Gott, nach einer bestimmten Zeit habe ich es eh nicht mehr gespürt. Aber eines, das manchmal direkt gesagt worden ist und hin und wieder zwischen den Worten ganz stark zu vernehmen war, ist, was in diesen Heimen fast überhaupt in Richtung 99%, sage ich einmal, nicht gegeben hat. Es gab keine Geborgenheit, es gab kaum etwas in den Arm nehmen, einfach als das, was man ist, hin und wieder gemocht zu werden. Und da geht es nicht um diese Wahnsinnsschlagerei, sondern jede Einzelne, die hier sitzt, muss sich nur vorstellen, was jeder von uns mit 5 Jahren und jetzt, wie alt wir jetzt sind, immer begehren, ist, dass wir als das, was wir sind, anerkannt werden und eine positive Zuwendung bekommen. Und das war bei fast keinem Kind der Fall, die in diesen Heimen gewesen sind. Nun, ich möchte also zusammenfassen, dass diese Praktiken der Zerstörung oder auch der Verstörung von Jugendlichen und von Kindern etwas gewesen ist und dass auch Waltraud Finster und Meinhard Ziegler auch unterstreichen, das ist vor den Augen der anderen Kindern passiert, es ist vor den Augen der Erzieher und Erzieherinnen passiert, vor Fürsorgern, Fürsorgerinnen, Ärzten, Lehrerinnen und so weiter und so fort und das Ganze auch mit gesellschaftlicher Billigung und teils auch mit gesellschaftlicher Anerkennung. Und die Politik schaute weg, die kirchlichen Heimträger schauten weg und hier vielleicht ein letztes Beispiel, kirchlicher Heimträger, Seraphisches Liebeswerk. Also es ist, ich nenne es deswegen A typisch B, weil es ja die einzige Großinstitution ist von den Fürsorgeerziehungsheimen, die überlebt hat. In der Bubenburg ist noch Ende der 70er Jahre massenweise exzessivst geschlagen worden und auch bei massenweise sexuelle Übergriffe, sexueller Missbrauch. Das kam durch kluges Verhalten der Kinder dann zutage. Wie war die Reaktion? Es war eine ganz typische Reaktion, auch wenn wir nicht mehr das Jahr 1957 schreiben. Das heißt, vom Täter trennte man sich gütlich,
Die Opfer, die Kinder, die Jugendlichen, die bekamen keinerlei Unterstützung, keine therapeutische Unterstützung. Und Ende der 70er Jahre ist diese Gesellschaft aber bereits schon sehr deutlich fortgeschritten und hat sehr viele Einrichtungen, große kritische Bewegungen und so weiter. Wichtiger war natürlich, dass das Liebeswerk keinen Image-Schaden bekommt und dass das Liebeswerk keinen Einbruch in der Spendenaufbringung hat. Hier vielleicht muss ich es anbringen, hat mit dem ganz am Anfang vom Thema auch zu tun. Gerade vor kurzem bin ich auch darauf aufmerksam gemacht worden, von einem ehemaligen Zögling der Bubenburg, der also wirklich, wenn man es salopp formuliert, jetzt bedient ist, wo es also wirklich keine ganz große Begutachtungsnotwendigkeiten benötigt, um zu sehen, wie schlecht es diesen Menschen geht mit dieser Langzeitfolge. Und die Glasnik-Kommission hat hier im Urteil bereits gesprochen und ihm 5.000 Euro zuerkannt, ohne dass die Therapien weitergehen können, die seine Therapeutin vorgeschlagen hat. Damit möchte ich nicht generell die Arbeit der Glasnik-Kommission in eine Richtung hin deuten. Das sehen wir erst, wie Politik so schön sagt, am Ende des Tages. Aber man sieht auf alle Fälle, dass wir uns nicht unbedingt in diese Richtung hin orientieren wollen. Dass etwas passieren konnte, wie es passierte, hatte sehr viel damit zu tun, dass es keine unabhängige Beschwerdestellen gegeben hat, dass die Kinder und Jugendlichen sich nirgends hinwenden konnten, dass ihnen nicht geglaubt wurde und dass sie dann im Regelfall auch eingeschüchtert wurden. Und dass es bis vor kurzem kein Bewusstsein gab, dass Kinder eigenständige Rechte haben und dass diese Rechte geschützt werden müssen, gestützt werden müssen, dass Kinder in ihre Selbstmächtigkeit so gestützt werden müssen, dass sie sich in einem Mindestmaß gegenüber Übergriffen wehren können. Hier gibt es eine Reihe von Vorschlägen der Kommission und ich hoffe, dass das auf dem Weg ist. Kinderrechte sind immer noch von der Republik Österreich nicht im vollen Umfang im Verfassungsrang, dass auch hier etwas geschieht. Jedenfalls, ehemalige Heimkinder und Jugendliche sind nicht als Kinder und Jugendliche wahrgenommen worden mit ihren Familien, dass sie von Armut geschlagen waren, dass sie viele von ihnen unfassbar zugerichtet wurden und misshandelt wurden, sondern, um es nochmal zu betonen, nur als Schuld des Kindes selbst ist das gesehen worden. Und so sahen diese Ämter, Politik, Behörden und so weiter, die Kinder als unerziehbar, nicht entwicklungsfähig, überflüssig, von Grund auf verdorben und böse, als genetisch defekt. Wer so ein Menschenbild hat, der Menschen und Kinder und Jugendliche so sieht, da ist der eine logische Weg, den der Nationalsozialismus gegangen ist, diese Menschen unfruchtbar zu machen oder zu töten. Und nach 1945 in der Republik Österreich ist halt der Weg gegangen worden, sie wegzusperren, sie gefangen zu halten, sie niederzuspritzen, zu schlagen und zu erniedrigen. Westendorf, St. Martin, Kleinfolderberg, Scharnitz, Maria Hilf, Rubenburg, Kramser. Rubenburg. 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 Westendorf. Bei dem Zaun bin ich gestanden. Und da geht der Vater den Weg hinunter. Und geht. Und geht. Und geht. Da habe ich mir gedacht, da habe ich zugeschaut, bis da nur mehr ein Punkt war, bis er weg war. Das war Schmerz.
Das war Schmerz. Ein unglaublicher Schmerz war das. Stigmatisierung nach dem Heim, als Kind in der Schule. Ah, oh, du Heimkind, du Heimkind. Da habe ich mir gedacht, was kann denn ich dafür, dass ich ein Heimkind bin? Ich habe ja nichts angestellt. Ich musste ja hin wegen der Scheidung der Eltern. Er hat nicht gefragt, warum ich im Heim bin. Der Nikolaus war das. In meinem Buch steht drinnen, du bist ein Heimkind. Du bekommst nichts. Keine Orangen, keine Nutzen, nichts. Das war psychisch eine saftige Ohrfeige. Ein unschuldiges Heimkind. St. Martin, den Festsaal mit Wachs auf Knien einlassen, geglänzt wie ein Spiegel. So wurde überall geputzt. Hofverbot, Sprechverbot, Karzer. Eine Woche putzen, putzen, waschen, nähen. Auch zu fremden Menschen putzen gehen. Kartoffel klauben und sehen. Karzer, Ohrfeigen. Verbot, zu meiner Schwester ins Krankenhaus zu gehen. Still sitzen, schweigen im Schlafsaal. Ständige Spindkontrolle. Sticken, Fenster mit Gitter. Alles war versperrt. Man hat mich und meine Schwester total gebrochen. Klein Folgerberg. Zurückblickend in die damalige Zeit ist fast nichts erhalten geblieben, was angenehme Erinnerungen auslösen könnte. Ein Bild, gemalt in tiefem Grau, kalt umrahmt und irgendwie endlos. Endlos traurig, endlos bitter und endlos hoffnungslos. Ich fühlte mich ausgeliefert, verschachert, verkauft, hatte ich doch keinen Wert mehr. Und die Schuldgefühle und das schlechte Gewissen wurden ja tagtäglich vergrößert und erweitert. Dafür sorgte eine Schar von Experten, die Erzieher. St. Martin, ich habe also in den Jugendjahren nichts gelernt, sondern wurde benutzt und ausgenutzt als Arbeitskraft. Mein Wunschziel war, in eine Schule zu kommen. Nein, das gab es bei Fürsorgekindern nicht. Scharnitz, das darf man doch nicht machen. Geschwister auseinanderzureißen und sie komplett voneinander zu isolieren. Noch dazu, wenn sie am selben Ort untergebracht sind. Ich, als große Schwester, war so hilflos. Und mir bricht auch heute noch echt das Herz, wenn ich an meine jüngere Schwester und an meinen noch kleineren Bruder denke. Das war schon brutal. Und das werde ich diesen Schwestern im Herzen nie richtig verzeihen. Watschen zu bekommen und Fußtritte, das tut alles lange nicht so weh wie diese seelischen Grausamkeiten. Schatz.
Maria, hilf! Für das kleinste Vergehen mussten wir stundenlang mit ausgestreckten Armen auf Holzscheiten knien, teilweise auch alleine eingesperrt auf dem Dachboden. Wir wurden von den Tanten, speziell von der Heimleiterin höchstpersönlich, mit Holzscheiten, Holzstöcken und Kleiderbügeln grün und blau und oft genug auch blutig geschlagen. Es wurden uns Haare ausgerissen und die Ohrläppchen umgedreht. Unseren Eltern, die uns regelmäßig besucht haben, haben wir aus Angst vor weiteren Strafmaßnahmen seitens der Tanten nichts erzählt. Ruben, Burg. Ruben, Burg. Bubenburg. Mein ganzes Leben lang war ich beziehungsunfähig. Was auch immer ich angefangen habe, beruflich und privat, ging doch mein gestörtes Verhalten in die Brüche. Ich musste schließlich Tirol verlassen, um nicht ständig an meine Zeit in der Bubenburg erinnert zu werden. Gramsach, wir waren Abschaum, hat es immer geheißen. Wir waren Abschaum des Abschaums. So sind wir von den Erzieherinnen geheißen worden. Und das musst du einem Kind immer einimpfen. Du bekommst Komplexe. Aber jetzt halte ich meinen Mund nicht mehr, habe ich gesagt. Jetzt wird geredet. Ich halte meinen Mund nicht mehr. Jetzt wird geredet. Das tue ich für meine Kollegen, habe ich gesagt. Dass ich mich da melde. Wenn ich nicht so eine Kämpferin gewesen wäre, ich hätte das nicht überlebt. Ich war immer eine Kämpferin. Ich halte meinen Mund jetzt nicht mehr. Ich halte meinen Mund nicht mehr. Wenn ich nicht so eine Kämpferin wäre, jetzt wird geredet. Jetzt wird geredet. Jetzt wird geredet. Das tue ich für meine Kollegen, habe ich gesagt. Dass ich mich da melde. Jetzt wird geredet. Jetzt wird geredet. Ich halte meinen Mund nicht mehr. Wenn ich nicht so eine Kämpferin gewesen wäre, ich hätte das nicht überlebt. Ich war immer eine Kämpferin. Jetzt halte ich meinen Mund nicht mehr.